So, hallo und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal zu einer nagelneuen Folge No One Survive mit Daisy und mit mir. Was machen wir heute? Wir überlegen mal kurz. Ich würde sagen, wir gucken erstmal raus. Oder? Nein. Wie gesagt, hier hatten wir ja zum Teil umgebaut, das war schon klar. Hier wurde nichts mehr gemacht. Ah ja, hier habe ich noch mal etwas umgebaut. Easy kriegt ihren Duschbereich hier statt da vorne. Dann können wir den noch etwas anders nutzen. Des Weiteren denke ich mal, integriert sich das viel besser und wir könnten eventuell sogar noch eine kleine Wand ziehen. Wie sieht denn das aus? Mal gucken. Ein bisschen als Abtrennung. Muss ja nur ein kleiner Raumteiler sein, quasi. Das ist unser Bad. Ich denke mal, das ist eine gute Idee. Planken und Holzstöcker. Sollten wir bestimmt noch haben. Muss den Bauhammer wegpacken, easy. Okay, wir brauchen Planken. Eigentlich kannst du. Was? Achso. Es war ja umgebaut. Wir machen das auf Energiestation 1. Genau. Na, das Ganze jetzt nochmal. Oh, macht wieder Krach. War alles andere denn jetzt verbunden? Ja, das ist verbunden. Der ist sowieso. Der ist schon fertig. Zumindest für den Tag. Haben wir denn noch Metallbarren? Ja. Einmal. Zweimal, immer auch dreimal. So. Ich weiß nicht, ob es euch. Moment, es ist ein bisschen laut hier, wir müssen mal raus. Und zwar, wie gesagt, wir warten eigentlich immer noch auf die Horde-Nacht. Und wir haben immer noch Tag 9, komischerweise. Wir waren schon bei Tag 9 nachmittags bzw. abends. Und die Izzy hat sich zum Schlafen hingelegt und wachte auf wieder in Tag 9. Quasi täglich grüßt das Murmeltier. Gut, entweder sind die Zombies noch nicht bereit gewesen dafür, dass sie sagen, okay, nö, heute noch nicht. Oder es ist ein kleiner Spielfehler. Dass man über Tag, nein, kann ich mir nicht vorstellen, dass man Fehler im zweiten Jahr, weiß ich nicht. Okay, was brauchen wir noch? Holzstöcker, ja. Wir machen erstmal weiter heute und gucken, ob wir morgen dann eventuell in die Hornnacht kommen. Vielleicht machen wir auch einfach direkt durch. So, wir brauchen noch Sticks. Wir haben zwischendurch diesen einen Tag quasi habe ich noch mal genutzt. Um hier aufzufüllen, aber die Maschine durchackern lassen. Dementsprechend können wir jetzt weiterbauen. So, die Wand steht. Was müssen wir denn hier noch? Planken hatten wir eingebaut. Hier brauchen wir noch Ziegel und Stahlbarren. Hier brauchen wir noch Holzkohle. Haben wir die nicht schon eingepackt? Nein, die hatten wir in der Produktion. Wieder rein zum Krach. So, hier haben wir sie. Das heißt, das können wir auch fertig machen. Das war's nicht. Hier war's. Wie gesagt, empfindliche Teile und Stahlbarren. Das ist ja so ein Manko bei uns. Den Ziegel. Wir haben nur zwei Ziegel. Das heißt, du kannst nochmal schnell. Kannst du nicht, denn wir haben keine Steine. Warum ist denn das so laut? Ist fertig, es war aus. Wer weiß. Steine müssen wir demnächst auch wieder besorgen. Der Ofen, der so laut ist. So, Ziegel brennen. Haben wir keine mehr?
Keine Ziegel mehr vorhanden. Dafür aber Bretter. Die können wir ja jetzt gleich wieder einlagern. Stapelt sich langsam. Aber ich denke mal hier, genau, hier brauchen wir Lehm und Planken. Hier brauchen wir Lehm und Planken. Das heißt, hier bauen wir uns jetzt einfach schon mal zwischendurch. Wir brauchen ja keine expliziten Ziele haben. Was wir bauen oder wie wir bauen. Wir haben ja noch ein ganzes Jahr Zeit quasi. Und wie viele Planken? 15. Easy, nehmen wir erstmal ein paar. Okay. Ziegel. Wir haben noch 4 Ziegel. Wo wollten wir die jetzt einbauen? Hier, ne? Brauchen wir noch 6 Stück. Einer. Das dauert eine Weile, ne? Gut, unser Inventar ist leer. Das heißt, wir können uns damit beschäftigen, hier weiterzubauen. Was braucht denn der Brunnen? Er braucht ein Bohrwerkzeug. Das heißt, wir brauchen wieder 2 Stahlhacken. Alles andere können wir schon mal fertig bauen. So. Er braucht Pflanzenfasern. Eine Sticks. Haben wir die noch? Die habe ich wieder nicht mitgenommen, ne? Wie funktioniert das hier? Samen. Wir brauchen Samen. Denke ich mal Wasser und Dünger. So das Grundprinzip, ne? Wir probieren uns das jetzt mal aus. Wir haben eine Nährlösung. Wir pflanzen. Was pflanzen wir denn Schönes? Tomaten. Finden ja eigentlich mal alles, ja? Gurken. Mais. Und Karotten. Nehmen wir mal alles 4-mal mit. Weiß nicht, ob wir hiervon auch 4-mal brauchen. Und Wasser. Holen wir nochmal neu. Können wir gleich mal nachschauen, ob es wichtig ist, ob wir saures oder dreckiges Wasser brauchen. Weil dementsprechend könnten wir es ja auch aus dem Brunnen holen. Wenn er denn irgendwann mal steht. So, die Feldflasche hier ist leer. Noch können wir ja durchlaufen, noch ist nichts fertig gebaut. So, wir fangen mal hier vorne an. Warum haben wir nicht so viel? Ja. Die Gurke. Rein. So, Fruchtbarkeit. 100%. Feuchtigkeit. 48. Ach, er nimmt dann immer einmal. Ja, komm, mach doch einmal alles voll. Reifezeit 15 Tage. Entwicklung 0. Sonnenschein haben wir. So. Daneben machen wir die Karotte. Sonnenschein ist derselbe. Nährlösung. Und Wasser. Das heißt, wir müssen nochmal Wasser holen. Alles, ne? Haben wir gesagt. War da noch? Achso, die Entwicklung. 15 Tage, 15 Tage und was wollten wir jetzt noch? Mais, ne? So. Was bringt denn der normale Dünger? Der bringt gleich 100%. Das dreckige Wasser noch schnell zum Waschen. So. Das ist also. Achso, wir wollten ja mal gucken, wie lange brauchte die? Auch 15 Tage. Das heißt,
An Tag 24. Heißt im Sommer. Ne? Im Sommer können wir ernten. Wenn es denn klappt. So. Was brauchte das hier? Eisenbarren haben wir, Plastik haben wir, einfache Teile haben wir. Und Planken. Die haben wir auch. Oh, wir haben gar keine einfachen Teile. Zwei Stück. Aber die konnten wir ja auch irgendwo herstellen, ne? Mal gucken, was das braucht. Einfache Teile benötigt. Na, ich glaube, die können wir dann eher suchen, ne? Eisen, Kupfer, Aluminium. Eisen, Kupfer und Aluminium. Moment, wir gucken mal kurz. Wie viel brauchen wir davon? Zwei. Das heißt, wir können. Plastik müssen wir auch noch mitnehmen. Eisen, Alu, Kupfer. So, dann stellen wir bitte ein einfaches Teil zumindest her. Damit wir mal eine Box aufgestellt bekommen. Welche wollen wir denn machen? Ich würde sagen, gleich hier vorne, ne? So, fünf Planken. So. Wasserquelle nicht verbunden. Wir haben ja auch noch gar keine. Das heißt, wir müssen irgendwas hiervon bauen. Empfindliche Stahlbarren. Also diese Stahlbarren ohne Scheiß, da sind jede Menge. Drei Werkzeug, 10 Alu. Alu. Na gut, es sind ja noch welche in Nachbearbeitung, ne? Aber bevor wir das fertig bauen, sollten wir vielleicht mal die Plattform machen, ne? Ah, dachte ich mir, deswegen baut er das nämlich nicht. Baumstämme. Dann müssen wir erstmal Platz machen. Würde sagen, war das Auto leer? Ja, es ist nicht leer, aber wir können jetzt mal kurz benutzen als Zwischenlager. Dann nehmen wir die restlichen Baumstämme auch noch mit raus. Oder auch nicht. Das heißt ein und dahinter ist noch eine Plattform. Das heißt, wir brauchen noch zwei, acht Stück, ne? Und die Steine müssen hier direkt rein. So. Ja, jetzt haben wir ja keine Teile mehr. Und hier müssen wir auch erstmal fertig bauen, damit wir dann da weiterkommen. Das heißt, wir werden wohl sämtliche Baumstämme hier verbrauchen. Um erstmal den Fußboden fertig zu machen. Ein Stück noch. 10 Baumstämme. 1.
Voll geil. So. Sollte es gewesen sein, ne? Macht aber auch eine Turnerei hier. So. Dann das Haus genau drauf, ja. Das heißt, hier brauchen wir überall Steine für. Was brauchen wir hierfür? Dann einfache Teile, Bienenwabe, Honig. Müssen wir wieder Bäume fällen, aber das müssen wir ja sowieso. 15 Planken also. Jetzt noch irgendwas drin? Nein. So, dann haben wir das schon mal weg. Einfache Teile. Ach ja, die waren ja auch wieder Mangelware. Müssen wir jetzt hier eigentlich nachgießen? Jetzt 100%. Okay. Was brauchten wir denn hier noch? Die Stahlbarren. Ah, hatten wir ja wieder. Wir haben ja das, die Einhandschwerter. Oder das Einhandschwert und das einen, den Eisenhammer oder diesen Stahlhammer. Haben wir ja platt gemacht. Hier brauchen wir 5. Hier brauchen wir auch 5. Reicht beides nicht, um irgendwas fertig zu bauen. Das ist ja Mist. Aber gut, wir haben ja eh noch keinen Wasseranschluss, ne? Warte mal, brauchte. Der braucht keinen Stahl. Aber der bestimmt, ne? Ja, dann hauen wir sie doch da rein. Ein Motor. Nervt mich gerade so ein bisschen. Wir brauchen Steine. Haben wir hier noch 20? Komm. Ich hoffe, du hast noch nicht alle verbrutzelt. Möchte zumindest diese eine Plattform fertig machen, damit die Easy auch anständig laufen kann hier. So, und Ziegel brauchten wir hier, ne? So, hier auch? Nein. Was fehlt denn hier noch? Eisenbarren. Halt. Das kann dann wieder in die Gartenbox. Und wofür brauchten wir das? War das über? Weiß es nicht. War noch aber die Rede von irgendwas von 5, ne? Schauen wir mal. So, wir haben die Zeichnung dahin. Ja, easy, beruhig dich. Heute bist du ein bisschen durcheinander, ne? Moment. Ich weiß gar nicht, ob das hier alles gespoilt ist, ob das von den Samen ist. Gehen wir mal erstmal davon aus, ne? So. Steine, Steine, Steine. Und die restlichen Barren, die können wir nochmal wegpacken, oder? Stahlbarren. Nee, die konnten wir ja nicht hier. So, wie sieht's hier aus? Ja, ist doch guter Dinge. Und Ziegel können dann halt wieder hier rein erstmal, ne? So. Weg vom Krach. Falsch. Wir brauchten einen Eisenbarren, richtig? Damit wir die Lampe noch fertig machen können. Die Frage ist.
Brauchen wir hier einen extra Schalter? Noch eine Eisenbahn. Brauchen wir einen extra Schalter oder wollen wir das über den Wohnraum klemmen? Das ist jetzt die Frage, ne? Ich weiß auch nur nicht, ob. Gut, die hier beim Lager ist okay. Da geht es ja nur einmal separat rein. Aber wann benutzen wir das denn eigentlich als Haupteingang? Eigentlich gar nicht, ne? Heißt aber, wenn wir den jetzt abreißen, der ist ja nur über Wohnen, ne? Nur der für Wohnen. Ob wir nicht lieber den Schalter, wenn wir hier ankommen, meinetwegen auch im Dunkeln, irgendwo hier setzen. Das ist hier an der Wand. Weil jetzt ist es ja gerade relativ dunkel. Dass man den Bereich und den Bereich quasi gleichzeitig ausleuchtet. Hier hinten weiß ich nicht, dass einen Sinn macht. Aber das können wir uns ja noch überlegen. So, was haben wir denn heute vor? Wir haben jetzt schon 20 Minuten gebaut und irgendwelche Teile hin und her setzt und eigentlich noch nicht wirklich viel geschafft. Das heißt, wir sollten vielleicht noch einen kleinen Ausflug machen. Frage ist, wohin? Was machen wir denn heute? Irgendwas Kleines wäre ja geil. Was war das denn hier? Das machen wir. Was auch immer das ist. Wir brauchen wieder Pflanzenfasern. Haben wir nur noch 9 und ein paar Sticks, aber die können wir uns ja auch noch zusammensammeln. Munition ist drin. Den Barren können wir noch verbauen. So, dann ist sie auch fertig. Wie gesagt, Lichtschalter. Wir machen ihn erstmal über Wohnen. Ich sehe gar nichts. Easy macht doch mal auch mal hinten in der Garage Licht an. Hä? Warum geht die jetzt nicht? E-Station 1. Lichtschalter ohne. So, jetzt. Ist der Rest zwar auch noch dunkel. Obwohl, das könnten wir ja aber wohnen lassen. Das ist ja der Duschbereich. Ja, der sollte ja zugänglich sein. Gut, ich würde sagen, wir haben es jetzt gleich 20 Uhr. Die Easy stärkt sich, macht sich frisch, schläft eine Runde und morgen früh geht's los in ein kleines Gebiet unterhalb der Karte. Bis gleich. So, ich hole euch noch mal kurz in der Nacht dazu. Wir wollten ja gucken, ob wir jetzt wirklich auf Tag 10 springen oder nicht. Wir sagen, wir lassen es laufen. Ganz normal wie bei der Horde kurz davor. Können wir noch mal kurz rumgucken. Wie gesagt, die Easy hat sich noch ein bisschen gestärkt. Wir mussten aber schon den ersten Inhalt des ersten Kühlschranks angreifen, weil unsere restlichen Konserven leer sind. Das heißt, wir müssen demnächst wieder auf Tour gehen, um das wieder aufzufüllen. Wir haben ja jetzt auch 3 Kühlschränke. Das heißt, wir können auch noch ein bisschen aufteilen. So, wir gucken. 23:54. Wir landen in Tag 10. Ui, wie wir recht hatten, es ist Hordentag oder Hordennacht um 19 Uhr. Das heißt, unser kleiner Ausflug wird sich wohl etwas verschieben. Wir werden heute die Horde wieder machen. Wie gesagt, er ist noch nicht verbunden. Easy, schläfst du bitte eine Runde? Danke. Dann können wir nämlich auch das Licht ausschalten. Halb 6. Sehr gut. Es regnet. Das wäre das richtige Wetter,
Eigentlich mal für unseren Sammler. Wie gesagt, er hat zwar jetzt nicht unbedingt den Riesensinn, aber Frage ist, wo bauen wir ihn denn hin? Hier können wir ja jederzeit Wasser holen. Was ist, wenn wir hier hinten Wasser benötigen? Eigentlich auch nicht. Genau, wir bauen die hier direkt an den Strand. Ich denke mal, hier einer wird reichen. Was braucht er denn? Holzstock, Stoff und einfache Teile. Und es liegt wieder an den einfachen Teilen. Wie viele Stöcker waren es denn? 15. Zehn Sticks. Oh. Drei einfache Teile, aber da werde ich jetzt nicht extra die Eisenbahn für einschmelzen. Nur. Weil die kriegen wir ja auf der nächsten Loot-Tour auf jeden Fall definitiv mit. Müssen sie dann halt bloß mit einsammeln und nicht wieder liegen lassen, weil wir denken, wir haben mehr als genug. So, wie gesagt, Elektroteile haben wir einige, Kabel sind zu wenig und überhaupt diese Teilchen auf jeden Fall. So, was machen wir noch? Wir lagern ein und zwar. Wir können schon mal das Auto bestücken. Wir brauchen ja noch Sticks. Ich glaube, sechs Stück waren es, ne? Wir gucken nach. 20 Fasern waren es sogar. So viel haben wir gar nicht. So, es tut mir ja leid, aber. Bei dem Wetter musst du schon mal raus. Wir brauchen nämlich noch Pflanzenfasern. Genau, Kräuter kannst du auch gleich mitnehmen. Steine wären auch noch eine Lösung, wenn du so findest. Ich würde sagen, das reicht. Der hat dich jetzt gestört, ne? Okay. Wie gesagt, Easy hat ja manchmal ihren eigenen Kopf. Was haben wir denn überhaupt noch über drin?
Gar nichts. Verrottete Lebensmittel und Honig. Hier haben wir, wie gesagt, noch ein wenig Konserven, aber das war's dann auch schon. Und hier ist auch gar nichts drin. Hier Steine. Wo willst du denn immer hin, Easy? Die ist schon wieder fast geladen. Tankstelle müssen wir auch noch, ne? Aber ich würde sagen, obwohl wir haben es 8 Uhr. Wir fahren heute noch mal schnell zur Tankstelle, bevor die Horde kommt. Wird auch bloß eine schnelle Rein-Raus-Aktion. Weil wir haben ja auch noch ein bisschen Rückfahrt, ne? Hier waren wir auch schon lange nicht mehr, ne? Nein, das lassen wir jetzt erstmal. Mal schauen, wie viel Benzin wir ergattern können. Hier gibt es ja auch noch was. So in einzelnen Versionen. Wie gesagt, schade, dass diese 10 Liter Kanister immer so viel, wie soll ich sagen, hey, lass uns Auto in Ruhe. Fünfunddreißig Haltbarkeit. Das war keine gute Idee. Allerdings wollten wir ja sowieso gucken, wie wir die Autoreparatursitz machen, ne? Mann, Mann, Mann. Ja, zumindest ist hier mal wieder etwas voller. Nein, so nicht. Ja, genau diese Teile suchen wir. Autoteile sollten wir wahrscheinlich auch mitnehmen, ne? Denke mal, da werden wir einige brauchen für das Autoreparaturset. Ich habe zwar noch nicht reingeguckt, aber oh, wir sind überfüllt.
Dann easy, schnell zurück. Schnell, langsam zurück zum Auto. Die Uhr im Auge, wir haben 10 Uhr. Nein, du brauchst das nicht so lang räumen. Das ist ein 2. So, unser Auto ist noch relativ voll. Das können wir aber gleich bestücken hier. Autoteile. Sind wir ja gleich wieder beladen. Na, ob hier wieder Rucksäcke drin sind? Nein, diesmal nicht. Aber so eine kleine Ähnlichkeit des Loots ist immer vorhanden, ne? Kein Platz. Ja, wenn du das so doof anordnest, dann ist das ja auch normal. Immer noch nicht. Okay. Dann würde ich sagen, wir gucken danach nochmal ganz kurz rein in die Tankstelle, ob da schon irgendetwas nachgespawnt ist oder ob das jetzt so bleibt, dass da gar nichts ist. Ein Auto haben wir hier noch. Daisy, da musst du jetzt durch. Stimmt. Wir hatten ja gar keinen Platz im Auto. Dann würde ich sagen, na gut, den Baum. Halt, wir wollten erst innen drinne gucken, ne? So, hier gibt es nichts Neues. Schade. Hier haben wir ja leer gemacht. Ja. Die arme Isi, heute muss er echt leiden. Wie haben wir das? Gleich 12 Uhr. Wir sind immer noch zu schwer. Vier Kilo. Gewicht 5. Echt ein ganzes Kilo nehmen die Dinger? Sind ja auch clever, ne? Wir sind da eh mit dem Auto unterwegs, dann können wir das doch Ganze auch mitnehmen. Okay, wir fahren wieder nach Hause und dann sehen wir uns gleich im Bereich. Was machen wir denn? Ach, die Horde. Stimmt. Bis gleich.
So, wir kehren wieder ein. Halb eins. So, dann kann das ja jetzt raus, ne? Ritt. Können wir erstmal hier zwischenlagern. So. Jetzt machen wir mit den übrig gebliebenen Waffen. Warte mal. Können wir die auseinanderbauen? Ausrüsten, Wartung, modifizieren, Munition entnehmen. Schade. Kriegen wir doch hier auch irgendwo wieder rein, ne? Okay. Autoersatzteile. Da zähle ich mal die Batterie hier mit dazu, ganz einfach. So, zwei Teile haben wir wieder. Ports 9. Wir haben alle drinne. Wofür brauchten wir die jetzt? Ah. Nee, das waren die einfachen Teile, die hier rein müssen, ne? Schade. Ich habe jetzt gerade keinen Plan, wofür. Das heißt aber, wir können sie erstmal zwischenlagern. Es wird uns sicherlich wieder einfallen, wofür wir die brauchten. Meine eine Stahlhacke haben wir ja noch. Zack. Hier haben wir einfache Teile. Warum liegen die hier drin? Das war ein Blödsinn. So, jetzt wo es aufhört mit Regnen, dann sind wir mit dem Regensammler fertig. Sehr schön. Na gut. Nicht weiter tragisch. Es wird ja sicherlich noch ein, zweimal regnen in nächster Zeit. So, das machen wir erstmal aus. Das funktioniert. 13 Uhr. Ich würde sagen, was haben wir denn für Munition? Wir haben ja noch jede Menge, ne? Wir rüsten uns aus. Ich denke mal, die Schrotflinte wird reichen. Denk mal, so riesig wird die Horde nicht werden. Das heißt, wir könnten noch mal schnell, um die Zeit etwas zu überbrücken. Wir schlafen ein wenig und ich hole euch kurz Feuer dazu. Bis gleich. So, einmal kurz vor 18 Uhr. Die Sonne geht langsam unter. Es ist noch etwas heller, weil ich habe uns die Bildschirmeinstellung noch mal etwas hochgedreht. Weil, wie gesagt, in der Horde-Nacht machen wir es ja immer etwas heller, damit auch ihr relativ viel erkennt. So, ich würde sagen, da fällt mir gerade ein, die Lichtschalter müssen wir noch fertig machen. Müssen wir hier nicht immer rumdrücken. Auf jeden Fall werden wir diesen wieder anmachen. Einfach für die Stimmung. Gucken, leuchtet es überall? Die sind nicht erkennbar, aber ich gehe mal davon aus. Die leuchtet jetzt auch überall. Genau. Schauen wir mal. Ich denke mal, es wird reichen für die Horde. Ich denke mal eher, es ist totaler Blödsinn, weil hier wird keiner hochkommen. Mal abgesehen davon, dass die Tür unten zu ist und der Schaden ja aus ist. Aber wir werden mal ganz am Ende, wenn wir sagen, dieses Spiel ist ausgelutscht, werden wir definitiv den Schaden anmachen und schauen, wird die Basis immer noch halten. Jetzt aber geht es erstmal zur Horde. 18:30. Wir sind bereit. Wir haben durchgeladen. Was machen die anderen Waffen? Sind nicht durchgeladen. So, der Vorteil ist schön noch. Sonst kamen sie immer von da. Mal gucken. Die Solarpanels müssen wir auch noch mal umbauen. Ich weiß nicht, ob sie da zu doll im Schatten stehen, tagsüber oder so. So. Wo bleibt ihr?
Ah, da kommen sie. Ach du, das sind ja nicht wirklich viele. Ja, einer hat es mal geschafft. Ah, da kommen auch noch welche. Dort hinten hängen noch ein paar fest. Komm, ich möchte euch da nur befreien. Oi. Aber wie wir gesehen haben, eigentlich müssten diese Fallen noch näher ans Haus heran, ne? Die müssten theoretisch einmal verschoben werden, um wenige Zentimeter direkt an die Wand. Denn so könnten sie auf jeden Fall einen Strukturschaden verursachen, wenn er an wäre. Wir haben gar nicht unseren Flammenwerfer angehabt, warum nicht? So, dann machen wir das halt jetzt. So. Und mit diesen Bildern verlässt ihr euch jetzt die Easy. Ihr geht jetzt eine Runde schlafen und überlegt, was wir in den kommenden Tagen machen werden. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und hoffen, dass wir euch in einer der nächsten Folgen wieder begrüßen dürfen. Abo oder einen Daumen da lassen, wenn es euch gefallen hat. Kritik bitte in die Kommis. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut.